Hallo Leute zu einer weiteren Folge Formel 1 Co-op Session mit dem Jan und dem Josh. Ja, hi. Und wir sind heute bei der Pistole. Also wir fahren die Pistole in Italien und Setup wird erstmal einen nach rechts gestellt. Ich gebe auch nur einen nach rechts. Vertraut zwei. Willst du nur einen nach rechts? Ich überlege mich echt zwei nach rechts zu geben. Boah, ich weiß es nicht. Also die da. Es ist halt nicht viel, was du halt fahren musst am Bremsen, ne? Was machen wir? Komm, ich nehme das, was du nimmst. Ich nehme zwei nach rechts. Okay. Wir gehen no voll risk, Tempo. No risk, no fun. Wir können keine Kurve mehr fahren. Ach, die KI muss damit leben, dass wir halt innen drin stehen, ne? Ich würde aber Monza ist halt ein Tempokurs, ne? Ja. So. Dann wollen wir mal. Ich find's wirklich lustig, wie manche Strecken aussehen. Von Layout her. Das ist doch wirklich eine Pistole, oder? Mit Schalldämpfer. Ja, könnte man so sehen. Ah, ich finde diese Boxenausfahrt immer noch mega irritierend. War ein bisschen sehr weit innen. Immer noch mega irritierend, weil du gefühlt aus der Boxenausfahrt später anbremst, als wenn du normal über die Gerade zimmern würdest. Ja, ich mag das aber auch gar nicht mal so. Ja, weil... Nee, das ist richtig. Ja, genau. Oh. Also, klar, aber wenn sobald da Gegner sind, ist es halt total bescheuert, ne? Dann wird's Chaos. Richtig. Ich mag halt sowas wie Spa, Monza, also wenn ich sie, auch wenn ich sie selber hier mit Steuerungshilfe und so nicht so gerne fahre. Ist halt immer noch so die Tatsache, ja... bin halt kein Fan davon, mit weniger Tempo in die erste Kurve, also auf die Gerade zu gehen. Also ich hab's gerne, wenn du halt rauskommst und quasi dieselbe Kurve fährst, wie die Kurve 1 fahren. Also das ist ja, halt immer genau. Ganz angenehm. Also Monza ist ja ein ganz klassischer Rennstreckenkurs, ich weiß gar nicht. Häufig man den in irgendwelchen Rennspielen hat auch. Nicht nur zwangsweise in Formel 1, ne? Das ist ja. Ja, klar. Das ist schon. Aber ja, auch inzwischen Abu Dhabi, ne? Ja, auch gefühlt boah, überall richtig, präsent. Richtig viel gesehen. Ist aber auch eine geile Strecke, muss man einfach auch mal sagen. Was mir erst letztens auffiel, als ich einen Zusammenschnitt von verschiedenen Videos gesehen habe, in Grid 2 fährst du auch in. Auf dem Streckenkurs. Okay. Tatsächlich. Fahren wir uns erstmal eine Runde gezeitet ein, weil ich die letzte Kurve nicht gerissen habe. Erstmal richtig schön außen rausgekommen und dann taumelte ich da so auf der. Ja, ich bin auch so halb auf den Körbs gefahren. Ja, genau, und dann verlierst du richtig Tempo da in den letzten Sektor. Nee, ich glaube, es ist schon richtig zwei nach rechts. Also, es fühlt sich zumindest gerade nicht schlecht an. Nee, ich habe auch das Gefühl, so ja, du merkst, dass du wenig Haftung hast, aber du vermisst es jetzt nicht so krass, tatsächlich. Es gibt halt nicht so viele Kurven und die bist du halt wirklich richtig langsam unterwegs, ne? Ja. Okay, noch ist nur Ricciardo da vorne, vor dem möchte ich mich auf jeden Fall von der Zeit platzieren. Das auf jeden Fall, ja. Das, halt, das sind unsere größten Konkurrenten, sagen wir mal ehrlich, von der reinen Leistung des Wagens, ne? Und ja, Red Bull ist unser... Die sind aber genauso vom Setting wie wir eher auf langsame Kurse spezialisiert. Das heißt, dass die auf schnellen Kursen hier genauso scheiße sind wie wir. Ja. Das ist ein Vorteil. Weil wir halt immer mit selben Waffen gegen die kämpfen. Also Ricciardo habe ich geschlagen, Raikön nicht. Ja, okay, das kann ich noch nicht sagen. Aber die Runde ist jetzt auch eigentlich noch nicht gut. Meine auch nicht. Etage. Meine ist jetzt auch schon direkt im ersten Sektor deutlich besser. Also, aber Ricciardo, ja siehst du hast Ricciardo auch geschlagen. Das eigentlich. Ja, das ist aber noch, das ist noch machbar. Das ist noch machbar. Oh, wenn ich die erste Kurve nicht so abartig mich verbremst hätte. Oh, 2/10. Müssen wir rumtesten. Lila erster Sektor trotzdem. Ja, war ich auch. Also da ist auf jeden Fall eine ganze Menge drin. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ich
bin wieder grün unterwegs, trotz 2 Zehntel. Fuck! Da habe ich 2 Zehntel liegen lassen oder so. Oh, da ist noch was drin. 2 nach rechts war eine gute Entscheidung, Jan. Danke fürs Mitziehen. Oh ja. Oh ja, das war eine super Entscheidung. Oh, alter Schwede! Diese Kurvenkombi vor der Gegengerade da. Jo. Das ist der einzige Knackpunkt, meiner Meinung nach. Den kannst du halt richtig verhauen. Das war fast klar. Ja, da habe ich zu spät angebremst. Das hat mir direkt auch dann... Jo, die erste kannst du wirklich hart zu spät anbremsen. Ja, und dann machst du halt auch nichts. Entweder, wenn du halt zu spät einlenkst, fährst du halt bei der Linkskurve anschließend halt über die Curbs. Wenn du zu früh einlenkst, fährst du über die Rechtskurve, Curbs halt drüber. In beiden Fällen hast du normalerweise entweder ungültige Rundenzeit oder... Ja, momentan Vierter. Vettel fällt, glaube ich, noch da vorne. Vettel oder Bottas. Momentan bin ich Zweiter. Ich habe es halt vor Raikön geschafft, aber nicht vor Hamilton tatsächlich. Zweiter. Da bin ich Zweiter. Also ich weiß auch, dass da einiges drin ist, aber dazu müsste halt... Aber ich bin halt keine 2 Zehntel langsamer und ich weiß, dass ich allein im letzten Sektor mindestens 2 Zehntel, wenn nicht sogar mehr, habe liegen lassen. Weil meine Runde davor... Was für eine Zeit bist du eigentlich gefallen? Würde mich mal interessieren, wie viel langsamer ich jetzt gerade 1,24,2. 1,24,2, okay. Halbe Sekunde. Ist aber auch okay, weil ich weiß, wo ich die überall liegen lassen habe. Aber dann bist du schon eine relativ kleine Runde gefahren, ne? Also die Runde war erster Sektor sehr schön. Oh shit. Ja. Geist, Verwarnung. Tut mir leid. Der erste Sektor war relativ clean, der zweite war auch noch gut. Der dritte war dann halt dementsprechend scheiße. Boxenstopp! Alles klar, komm. So, es sei mir verziehen, aber ich esse jetzt Kuchen. Oh wow, ich bin gerade kurzzeitig grün unterwegs gewesen, obwohl ich schon im Kiesbett war, die Runde. Oh, wow! Okay. Man kann quasi aus der Kurve kommt, einfach voll bremsen und kommt in die Box. Der Junge, der dich jetzt gleich reinschiebt, der an deinem Hinterreifen steht, der hat sich, während ich rückwärts reingeschoben werde, einfach vor den Wagen geportet. Welcher? Links? Der hinten rechts. Hinten rechts. Der jetzt eigentlich hinten dein Heck anschiebt. Guck ich mal nach hinten? Hallo? Da habe ich nicht. Der hat sich da gerade hingeportet. Während ich reingeschoben wurde, also quasi in meine Nase rein. Achso, ich habe die Spiegelqualität runtergesetzt. Wahrscheinlich sehe ich das deswegen nicht. So. Ich würde gerne auch so einen Angriff auf euch starten, ne? Setup. Einmal weniger Benzinlast. Und neuer Reifensatz. Ausfahren. Dann schiebt mich mal wieder auf die Strecke, Mädels. Ja, der schiebt mich auf die Strecke. Schiebt mich zuerst. Lass mich raus. Ah, du bist schon draußen. Okay. Nee, ich bin noch gar nicht draußen. Fährst du jetzt echt vor mir raus? Was nicht? Ja, er lässt mich warten. Woohoo! Nein, ich darf fahren. What? Fuck you. Ist das dein fucking Ernst? Ich war so lange schon ready. Gib mal einen Kass. Der hat mich echt Ewigkeiten stehen lassen. Ich bin erster Fahrer. Ey, wer führt die WM an? Seit letztem Rennen. Ja, mir doch egal, ich hab sie vorher auch schon mal geführt. Ja, und ich davor auch schon mal. Ja, das stimmt. Es gibt keinen ersten Fahrer. Streng genommen nicht, nein. Wir tun uns nicht viel. Außerdem, Renault sollte uns beiden eigentlich die Füße küssen. In der Saison? Ja. Das ist ja... Der Realität-Vergleich so. Hauptsache, jetzt kommen die nicht. Geht er entweder jetzt alle aus der Box raus oder wenn ich vorbei bin? Nee, dann muss ich auch noch vorbei. Ja, okay. Was, wenn wir beide vorbei sind? Ja, jetzt gehen sie halt alle raus. Fuck! Ich glaube, ich darf mal kurz ein bisschen. Wobei, ist, glaube ich, irrelevant.
Ach, Hamilton! Genau! Bleib halt auf der Strecke stehen! Vollidiot! Ja, Wehrlein, genau, du auch. Biat, ja, komm, entscheiden wir. Das war okay. Raikön macht mal richtig geil Platz. Das war ein geiles Manöver. Der Junge war, der ist nice. Den mag ich. Ja, ich mag Raikön auch. Das war richtig guter Move. Gibt's jetzt ja schon wieder Diskussion zum aktuellen Ball. So, ja. Momentan ist er doch gut drauf. Nee, es geht nicht darum, ob er gut drauf ist, aber es war ja schon letzte Saison so nach Motto, man schiebt immer Raikön hinten an, um Vettel nach vorne zu stellen. Das war jetzt aber in dem Rennen nicht zu sagen. Nee, aber die Diskussion haben wir schon wieder angefangen, bevor die Saison richtig losgeht. Ja. Obwohl man sagen muss, letzte Saison ist es mehrfach passiert tatsächlich. Ja. Was mir halt auch leid für ihn tut, weil. Nur noch 30 Sekunden in Raikön ist ein prima Fahrer. Ja. Ernsthaft noch langsamer? Nein, ist das dein Ernst, dass Qualifying ist? Dann darf ich halt nicht mehr vernünftig fahren, wenn Massa da vor mir rumsteigt. Sorry, Bottas. Ich kam nicht mehr über die Startziel. Ja, ich bleib auch auf 4. Karierte Flagge wurde im Prinzip geschwenkt, als mein DRS enabled wurde. Puh, okay, dann kommen wir mal dem Bursch zu. Ja, bin nicht mehr auf einer gezeiteten. Ich war jetzt auch nur noch. Aber was soll ich denn sonst zeigen hier? Ja, Raikön Bottas lohnt sich auch nicht, die sind auch nicht mehr schnell, weil ich sie halt zwangsläufig mit ausgebremst habe, als Dings drüber ging, als Massa mich ausgebremst hatte. Hat mir auch den Frontflügel angeknackt. Sad! Ich weiß aber auch, das ist wirklich ziemlich schwierig, hier eine gute Zeit zusammenzukriegen. Ich bin halt teilweise mal 3 Zehntel schneller und ich weiß nicht, was ich anders gemacht habe. Ja. Ich habe das Gefühl, es geht alles darum, wie du aus Kurven raus beschleunigst. Jeder Millimeter quasi, ne? Ja, ja. Weil teilweise rechnet sich das dann auf einmal auf 3 Zehntel hoch und du weißt einfach nicht, hey, was? Warte mal, was ist denn hier los? Bottas auf 8, Vettel auf 20. Vettel hat einfach gar keine Zeit gefahren gefühlt. Ja, das wird einfach gerollt. Ja, probieren wir mal, ne? Heißt aber erstmal, dass wir hier vorne vielleicht relativ gut fahren können. Gut, dann bis zum Rennen. So, da sind wir. Rennstrategie. Ich glaube, ich sehe meine Strategie oben stehen. Der 1-Stop wird vorgeschlagen. Das ist aber was ganz Neues. Ey, fahr ich rot-gelb? Sieht das aus? Sagen ist am Limit. Nee, ich glaube, ich fahr rot-weiß. Da kann ich mich hinten raus besser vor Leuten halten, wenn ich mich vor denen halten muss. Weißt du? Dann ist das wirklich konstanter zu fahren hinten raus, egal was passiert, selbst wenn die ein bisschen mehr einbrechen. Ja, ich fahr. Das ist richtig. Warte mal. Aber nicht in der 10. Runde. Na, ich möchte schon in der 8. Runde rein. Oder? In 9. 9. ist, glaube ich, gut. Ja, oder? Ich glaube, ich fand die 9. Wo bist du denn? Welche Runde ist denn bei dir angesetzt? Bei mir ist 9. angesetzt. Ja, dann gehe ich 8. Okay. Du liegst vorne, das heißt, du gibst vor. Und dann gehe ich nicht in dieselbe Runde rein. Also 8., 9. Also ich 8., du 9. Okay. 10. kann ich mit den Reifen. Das ist halt dann doch. Ich bin bereit. Ich hader noch tatsächlich, ob ich nicht vielleicht eine 2-Stop fahre. Wegen dem Tempo, den du einfach auf den schnelleren Reifen hast. Ja. Schon, aber.
Das Problem ist, wenn alle einen Stop fahren, bin ich der Arsch, der alle überholen muss. Ja, genau. Da habe ich halt ein bisschen Schiss. Wenn die Einstopper jetzt halt schon so 8 Sekunden schneller sein soll als die 2-Stop. Nee, ich fahre 1-Stop, 1-Stop. Ich weiß nicht. Also ich muss sagen, ich habe ja vorhin im Qualifying-Stint, also eine Runde auf den Soft gedreht. Mhm. Und die sind wirklich eine halbe Sekunde langsamer, ne, als die Supersofts. Ja, die Weißen sind wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen langsamer. Richtig, das heißt, die Weißen sind wahrscheinlich 8 Zehntel, vielleicht sogar eine Sekunde langsamer. Also du musst halt einen ganzen Boxenstopp rausholen, ne? Richtig. Und ich denke, das Rausholen halt selber ist nicht das Problem. Das Rausholen, die Überholmanöver. Ich glaube, also von unserer Fahrweise her wären 2-Stop besser, aber die Überholmanöver töten uns halt. Weil, ich weiß nicht, hätten wir einen motorstarken Wagen, ne? Dann. Warte mal. Die hier ist ausgewählt. Gut. Weil dann wäre es, glaube ich, okay, aber so. Ja. Also ich bin bereit, wenn du bereit bist. Ja, ich auch. Okay. Juhu. Ich bin hinter dir und wir sind innen. Alter, so früh losfahren direkt bei der Einführung. Ist geil, ne? Aber jetzt müssen wir die Reifen ordentlich aufwärmen. Vergiss nicht auch die Bremsen. Schon irgendwie traurig, dass wir im Qualifying weiter vorne sind als im Rennen, weil eigentlich ist das ja sonst immer anders gewesen. Ja, früher ist es anders gewesen, aber inzwischen ist es halt echt nur so, wir fahren im Qualifying halt eine richtig geile Zeit normalerweise, aber wir können halt nicht mit der Konstanz der KI mithalten. Auf den besten Reifensätzen sind wir genauso schnell wie die, teilweise halt sogar ein bisschen schneller, aber auf den schlechten Reifensätzen kommen wir einfach nicht an deren Konstanz ran. Jo, ist ein Set. Und dann endet das immer so, damit so am Anfang noch vielleicht ein, zwei Plätze gut machen und hinten raus dann verteidigen, wo du halt ab und zu ein, zwei Plätze wieder aufgibst und letztendlich endest du da, wo du angefangen hast, oder schlecht. Aber wobei wir ja in der Regel, also das Einzige ist, hier Vettel, Raikön, immer einer von denen patzt ja im Qualifying. Das ist auch nur der Grund, warum wir vorne sind. Selten, weil wir schneller sind. Also das muss man jetzt auch mal sagen. Ne? In den letzten Rennen waren wir halt auch meistens eine Sekunde langsamer als die ersten vier. Also als die ersten zwei Rennställe. Also ja, jetzt waren wir das erste Mal überhaupt richtig fix unterwegs. Jo, war gespannt. Dass ich wirklich an eine gute Zeit von Hamilton unter 0,2 Sekunden rankomme, ist mal denkwürdiges Ereignis quasi. Dass ich dann auch noch weiß, wo ich diese 2 Zehntel hätte herholen können. Das ist ja noch das Faszinierendste. Weißt du, wenn du so an 2 Zehntel an die rankommst und sagst so, ja, ich weiß aber nicht wo, mehr geht nicht. Okay, aber wenn du dann auch noch sagst, alles klar, voll drin. Dann hatten wir halt, glaube ich, in dem Sinne nicht. Ja, doch, Österreich waren wir, glaube ich, gut dabei. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir da die Pole in Aussicht hatten. Ich meine, wir hatten nämlich am Ende dann irgendwie gesagt. Wir hatten am Ende gesagt. Er fuhr halt immer schneller, obwohl Hamilton ja noch vor mir ist. Und er wurde einfach partout nicht durchsichtig, ne? Und kurz bevor sich der Flügel und das Heck berührten, wurden. Und das wäre auch assi, ey. Perez ist auch weit weg, ne? Ich sehe Ricardo, Ocon, Verstappen, Bottas, Grosjean, Massa. Ja, in der Fahrerwertung ist Ocon aber inzwischen direkt hinter uns. War, glaube ich, nur 3 Punkte hinter mir und 5 hinter dir oder so. Ah, mach mal. Ja. Oh, guter Start! Feiern! Ich geb ja schon. Alter, er beschleunigt dann ab einem gewissen Punkt an. Oh, shit. Alter, ich bin gefühlt viel zu schwer dafür. Alter! Boah, Ocon, verpiss dich von meinem 4. Platz. Okay, ich bin ohne Schaden rausgekommen, was verwunderlich ist, weil ich wurde halt gerade voll in die Seite gerammt. Ich habe im Rückspiel so ein bisschen was gesehen, so Massenkarambolage-Technik. Ja, ich hatte halt Schiss, dir drauf zu fahren, ne? Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtiger gefahren. Ich habe mich ein bisschen krass verbremst, tatsächlich. Ja, und ich wollte auch dann nicht zu aggressiv gegen Raikön innen rein. Jetzt habe ich halt erstmal 2 Sekunden Abstand, weil, ey, wie gesagt, die sind in die Karre gefahren, ne? Bottas ist aber schon 5. Oh! Mikroleck! Ja, 2-mal Mikroleck, Bottas wird unsichtbar, überholt mich. Okay. Nee! Okay, Box. Wir passen die Strategie an. Komm diese Runde rein. Der Frontflügel ist schwer beschädigt. Wir registrieren einen deutlichen Abtriebverlust. Nein! Okay. Wehrlein tot. Oh,
Ocon, nicht Tor. Gegen Eriksen? Regelwidriges. Los, überhol mich. Lass dich wieder zurückfallen, sonst werden wir bestraft. Eriksen ist doch da! Das Safety Car ist auf der Strecke. Achte auf dein Delta und halte es im positiven Bereich, während wir uns dem Feld nähern. Wir ziehen oh, eine Safety Car. Ich weiß warum! Ach, ich darf aber noch eine Runde fahren, oder was? Ja, ich darf noch eine Runde fahren. Änderung bestätigt. Änderung bestätigt! Verstanden, geht in Ordnung. Ocon ist mit mir hier hinten. Also, hast du mal Driftrennen gefahren bei Need for Speed? Ja, natürlich. Boah, ich hätte, glaube ich, gerade die Millionenmarke geknackt. Aha. Losfahren, losfahren. Aha. Du hast aber keine Strafe oder sowas gekriegt, oder? Nö. Wurde halt mein Flügel weg. Also ich bin halt ein bisschen langsamer gewesen. Oh, Boxenstoppbegrenzer. Ich war langsamer, weil, ja, was ich genau gemacht hatte. Auf jeden Fall bin ich dann, ich habe dem Nächsten halt die Ideallinie dicht gehalten. Ne? Und er meinte dann, mir hinten reinzufahren. Da bin ich halt links an die Wand. War erstmal kaputt, Frontflügel vorne links. Und das war halt Ocon, der mich da weggehämmert hat. Da hab ich gedacht, nö, jetzt bleibe ich hier auf der Strecke vor euch. Ne? Ja. Habe ich dann auch gemacht. Und haben sie mich seitlich über die Strecke geschoben. Das Problem ist, ich sah dann einfach seitlich driften. Ich so, scheiße, der lässt mich nicht los, der lässt mich nicht los. Und dann sah ich so eine Kuhle in der Wand, wo ich dachte, ey, wenn mein Auto jetzt nur minimal vorwärts fährt, ne, bin ich tot. Hab so ein Meteranzeigeschild vor der Gegengerade voll mitgenommen. War abenteuerlich. Das glaube ich. Ich fahre jetzt zweimal gelb. Ich hab halt jetzt gelbe Reifen drauf. Das ist wahrscheinlich jetzt auch. Was du noch vielleicht überlegen kannst, ist gelb so lange auszureizen, bis es nicht mehr geht und dann zu gucken, ob es nicht vielleicht sogar mit rot funktioniert. Ja, okay, aber ich denke, ich fahr so aggressiv gleich von den Einstellungen her, dass ich, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ich da. Naja, wie gesagt, aber man kann ja zumindest ein Auge drauf haben, weißt du? Ja, klar, aber. Ich habe jetzt halt schon 4%, weil ich gerade ein bisschen gehämmert habe, um ranzukommen. Weil ich Schiss habe, dass jetzt Safety Car reinkommt und. Ich bin ja gerade erst auf das Safety Car aufgefahren. Kann ich diese Runde schon reinkommen? Danach die Runde wäre okay, wenn ihr jetzt langsam fahrt halt. Ne? Wir fahren halt Safety Car Geschwindigkeit, ne? Ist halt im Monster immer noch relativ fix unterwegs ist. Tatsächlich. Na, Bernd, wie geht's? Na, Führungskilometer für Bernd. Es fing an, dass ich zwei Mikrolags hatte und dadurch das erste Überholmanöver kam. Und ich sagte, okay, kann ich halt nicht verteidigen gegen Mikrolags, ne? Muss ich halt eingestehen, kann ich nicht machen. Wäre halt auch assi gewesen, da voll vorzuziehen. Okay, lässt den vorbei, hab Bottas vorbeigelassen, bin dann wieder zurück hinter ihm auf die Ideallinie und wurde dann halt weggedreht. Also, ja, ich habe auch zweimal meinen. Also, ja, du kennst das selbst, ne? Wenn du weißt, jetzt ist mein Frontflügel ab. So, dieses Gefühl. Ich hatte es gerade. Häufiger. Ja, letztes Rennen. Ich habe keine Mikrolags, ey. Ich habe das Gefühl, mein Arbeitsspeicher, der eine Regel ist kaputt. Könnte auch einfach nur die Synchronität vom Spiel aus sein, ne? Ja. Aber ich habe auch Aufnahmeprobleme mit dem Spiel. Ja, okay, das ist gut. Vielleicht switche ich auch mal auf OBS. Ja, probieren kann man es ja mal, ne? Ja. Mal ein Testrennen fahren, dass wir jetzt vor der nächsten Session einfach mal so eins fahren. Jo, können wir machen. Okay, auf geht's. 19. Tempotechnisch schaffst du das. Alles drin noch, Jasch. Ja, ja, klar. Ist trotzdem halt ärgerlich. Ich war halt Vierter. Selbst wenn ich Bottas weggelassen hätte. Und du bist ja vorne. Das heißt, wenn ich das gleiche Tempo wie du gefahren wäre, wäre ich halt dran geblieben. Und das ist ja okay. Da hätte ich halt leben können. Mit irgendwie ein bisschen Glück irgendwo. Vielleicht die fahren zwei Stop dann und du hältst sie halt lange auf.
Das wäre halt optimal für mich gewesen. Ich war aber auch mit hier Ocon van Dorn. Mehr sind nicht in die Box, ne? Das heißt, die fahren halt alle ihr normales, den normalen Rhythmus. Was eigentlich für mich jetzt gut ist, weil ich fahre gelb-gelb. Das ist für mich super entspannt. Alter, Hauptsache, Safety Car kommt rein. Du bestimmst das Tempo im dritten Sektor. Hamilton erstmal rums in mein Heck. Hamilton, du weißt schon, dass ich das Tempo vorgebe hier, ne? Ich fahr grad Vollgas auf der Gegengeraden. Okay, alles klar. Ich glaube, ich habe Hamilton ein bisschen genutzt. Ocon, töte mich nicht! What? Hinter mir ist irgendwo ein Flügel weg. Nicht meiner. Das ist okay. Das einzig Wichtige. Ja, ich habe hier mit Vettel Schmusekurs. Wir haben halt friedlich durch Kurve 1. Ich bin aber schon von 19 auf 14. Ich habe halt Restart ausgenutzt, ne? Ja, klar. So, Vettel, jetzt hast du aber dich verfahren. Das war da kein gutes... Vettel hat mega, habe ich glaube ich, gerade ein bisschen abgedrängt. Eigentlich bin ich ein gutes Manöver gefahren. Ich bin innen rein und stand halt dann in der kann Kurve. Trotzdem, ne? Kann ja sein, dass sein Manöver gut war, aber er blöd dagegen gefahren ist, quasi. Ja, fühlt sich auf jeden Fall... Dass er dann halt ich bin jetzt 13. Das ist gut. Unglücklich zurückstecken muss. Vor mir fahren sie super soft. Wenn ich richtig viel Lack habe, haben die dann auch alle eine 2-Stop auf der Nase. Das war schlecht. Ja, das sagt mir Hamilton auch. Alter, wie der auch direkt tempotechnisch einfach komplett überlegen ist, gefühlt. Trotz der Tatsache, dass ich 2 nach rechts gegangen bin. Ja, okay. Dass einer von den beiden direkt hinter mir da top war, klar, weil ich halt scheiße gebaut habe. Perez überholt Verstappen einfach mal so, als wäre das nichts! Und dann zieht Verstappen raus zum Gegenüberholmanöver? Was soll das denn? Oh, Perez, das war sogar eine nette Aktion Verstappen. Das ist aber, ja, okay. Jetzt habe ich mal den Vorteil, durchsichtig geworden zu sein. Wobei das eigentlich eine Aktion gewesen ist, Verstappen hätte voll in die Eisen gehen müssen. Aber ich hatte halt Glück, dass er mich dadurch nicht gerammt hat. Also es hätte halt auch negativ für mich enden können. Deswegen bin ich gerade froh, weil ich sowieso vorbeigezogen bin. Aber Perez ist einfach mal an Verstappen vorbei. Das ist nice. Ich habe Punkte im Blick. Das ist auch schön. Machst du da vorne nicht zu gemütlich? Ich bin am Weg. Mal schauen. Perez legt gutes Tempo hin. Der ist fix unterwegs. Oh, wir haben hier eine Schnecke. Vettel ist eine Schnecke. Offensichtlich Motorprobleme oder sowas. Ja, kann sein, dass der noch auf der Runde ist, wo er das mit mir hatte. Und halt Reifen kaputt gefahren hat. Da nicht nach Reifenproblemen aus, tatsächlich. Ist halt sehr langsam, ne? Okay. Der war sehr, sehr langsam, tatsächlich. Das DRS wurde aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Sah mehr so nach Motto aus, ich fahre jetzt in die Box und dann war das Rennen gelaufen. Alter, Raikön und Hamilton haben das Mega-Battle hinter mir. What the fuck? Perez! Leck mich am Arsch! Hier bleib ich jetzt innen vor. Jetzt du hinter mir. Danke. Du ziehst nicht da vorbei! Du bist unsichtbar! Geh weg aus mir! Pfui! 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 Perez! Pfui! 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 Umstellen auf Mischung 2. Okay, ich sollte Standard fahren. Ja, das ist okay. Kann ich mit leben. Hab einiges geholt jetzt durchs Fettfahren. Sainz fährt Medium. Oh, das bin ich jetzt mal schlecht gefahren. Ich nehme an, dass die Leute, die ganz hinten gestartet sind und einen Stop fahren, vielleicht sich überlegt haben, mit Mediums zu starten. Ach so, Perez glitscht sich an mir vorbei. Das ist natürlich...
So, Perez. Durch das Geglitsche gönne ich dir den Platz jetzt nicht. Hab da davon. Puh. Ich habe das Gefühl, unsere Internetkonnektivität ist gerade nicht die beste von einem von uns beiden. Also meine Internetkonnektivität ist eigentlich on point. Ja, es reicht gerade. Ja, wenn der Server einfach irgendwohin schlecht ist. Okay, oh, Hamilton an der Box gewesen. Das kann aber natürlich auch sein, wenn das über die F1-Server sind, ne? Hamilton Box. Ja, das habe ich schon gesehen. Weiß nicht, ob das ein planmäßiger Stop ist oder. Ach, du kommst jetzt auch rein, ne? Neunte fahre ich. Naja, genau. Also, ja, jetzt gleich halt. Naja. Ja. Weiß halt nicht, ob Hamilton Stop geplant. Oh shit. Geplant ist oder ob das. Das war halt schon relativ früh, ne? Kommt halt drauf an, wenn er zwei Stop fährt, ist das on, ist das halt planmäßig, siebte Runde, ne? Siebte, achte ist, also ja. Siebte, sechste, siebte ist zwei Stop, achte, neunte ist ein Stop, vielleicht noch zehnte. Achte kannst du vielleicht wahrscheinlich auch übergangsweise für eine zwei Stop benutzen, aber... Ja, da habe ich eine Sekunde liegen lassen, weil ich da rausgekommen bin. Ja, ich habe auch gerade richtig schlechtes Manöver gezogen. Ich habe erst die Schikane, zweiter Sektor, Anfang. Bin ich rausgekommen ins Kies tatsächlich. Weil ich merke, dass die Supersofts tatsächlich krass nachlassen. Oh, wieder irgendein Auto. Ende DRS-Zone. Hat sich ein Auto in eine Wand gehämmert. Kein Safety Car. Wobei jetzt auch kein Safety Car, was ich unbedingt haben möchte. So vom Boxenstopp-Hilfe. Für dich wär's geil. Wenn's jetzt so, wenn du es halt so kurz vor der Box wärst, muss ja da sowieso rein. Die Reifen auslassen. So, ich komme jetzt auf die Medium-Leute. Hier vor mir rumeiern. Boah, diese Mikro-Lags, dann sind die immer einen Zentimeter weiter weg wieder. Ein bisschen nervig gerade. Das tut mir auch ein bisschen weh. Das hat mich gerade schon ein bisschen gekillt. Tut mir auch furchtbar leid, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht am Internet liegt. Nö, muss ja nicht, das muss ja nicht an dir liegen. Das kann ja einfach mal auch an meinem Internet liegen oder an irgendwas. Wie gesagt, meine Vermutung ist der Server. Das war ja zumindest ein Anfang. Nee, mein DRS ist ausgefallen, ey. Dann wenn ich jetzt gleich DRS das erste Mal bekommen hätte. Und das kann ich nicht fahren. Wait, Vettel ist doch noch rumgeschlichen ganz hinten. Wo nimmt der auf einmal die Zeit? Ja, haben sie mit dem Getriebe einmal gewechselt und jetzt läuft das mit 120% Leistung. So, Sainz, ich würde gern einfach vorbei. Ich bin neben dir. Sainz, ich bin neben dir. Ich sag's nur schon mal. Sainz, ich hab den Kontakt gespürt. Danke. So, ich cutte dann hier schon mal die Folge. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann.